Ja. Ab 18 Uhr geht jetzt hier wieder los. Ich glaube, ab 20 Uhr kommt dann keine Pre-Horde mehr. Jetzt auf der anderen Seite nochmal Hallöchen sagen. Kann eigentlich getrost bis 20 Uhr irgendwie irgendwo unterwegs sein. Die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Tja, Salz ist billig. Es steckt mehr als Gold hinter dem Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan. Er sagte, er täte dasselbe mit meiner Tochter. Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte. Hilf mir. Ach, da. Scheißhaus gesichert! Sind wir noch eine? Da! Da war er! Der war aber auch fies versteckt, muss man sagen. Boah, war der fies versteckt! Den hast du nicht gesehen, du! Ah. Oh, ein fetter. Na ne, Militär. Schau, schau. Das ist hier, glaube ich, mal gerade. Für Freunde. Hallo, mein Freund. Hi. Ein Brot für deinen Schatz? Willst du nicht Nein. mein Schatz sein? Danke. Warum murmelst du einen Fluch vor dich hin? Der Magier sagte mir, ich muss das 200 Mal am Tag tun. Da ich im Schlaf nicht sprechen kann, mache ich es bei der Arbeit. Auch wenn ohne meinen Costa das Backen sehr schwer ist. Was ist mit deinem Costa? Dieses vermaledeite Regime. Er wurde verhaftet, weil er die Gewürzsteuer nicht zahlte. Und jetzt habe ich keinen Zimt. Warum schießt du auf mich? Noch ein Fuß! Das ist dein scheiß Ernst. Sehr gut! Toll! Warte, sieht man's noch? Sieht man's noch? Warte! Oh, was ist? Ach Gott, vor. Ich weiß nicht. Also, die allerletzte Freitags-Special-Singleplayer-Folge war auch Nacht 35. Da wird's wieder hell. Da hatte ich schon mit Elektrozaun und allem gearbeitet. Jetzt hier noch nicht. Zack. Ab in unsere schummrige Bude. So. Genau. Und hier lernen wir dann beim nächsten. Schlimm ist das. Ist aber auch echt mächtig viel los bei denen auf der Gasse. Du erzitterst unter den Qualen des Fluches. Memphis, du Stadt der alten Götter, Stadt der Dynastie, die wow. längst zu Staub zerfallen sind. Du wirst vom kalten Zorn der Götter heimgesucht. Die sind echt alle schwer gestört hier. Sowieso. So. So. Das kann man zerlegen.
ein Spike zerdengelt. Hier haben sie mir sowieso richtig Spikes zerdengelt. Nee, will ich dagegen nur aufhören, bin ich dagegen. Ja, wir können auch ein bisschen Rocket League spielen. Ja, dann haben wir noch zwei Runden. Okay. Oh mein Gott, der Moses! Wo kommt denn der Bomber her? Jo, er hat den Teen eingeladen. Terrorist rennt schon voll gegen die Wand. Teile sind übrig. So, ein Blick ins Mopedchen. Könnten noch mal tanken. So. Und natürlich auch mal hupen. Ja, wer seinen Moped liebt, der hupt auch mal. Muss auch mal machen. So eine süße Hupe. Was ist das denn jetzt hier? Doch, ein Rosenteich! Da ist er. So, dann hoffen wir mal, dass was Gescheites drin ist. Wenigstens. Am allerliebsten natürlich 762er. Ja. Hallo. Er hustet gar nicht mehr. Jetzt hustet er. Die Echse. Der Priester, der Memphis verflucht hat. Sind nah. Schade, dass man die sieht. Ja. Dass die nicht sterben. Das auch. Einer ist ausgenockt. Mhm. Mit der M24. Oh. Vier am Leben. Ein Dreier-Squad vielleicht. Da werden das alle schlecht. Da werden alle weggetackert, ja, gerade nach schlecht. Tacker, tacker, tacker. Jetzt ist gerade immer drauf. Hui. So. Und bald dürften wir wieder irgendwo sein, wo wir schon einmal gewesen sind. Dörte, das ist auch schön hier. Vielleicht nenne ich sie wirklich Dörte.
Dörte. Dörte, Leerzeichen, Bäcker. Ja. Das ist der volle Name der Frau. Die Frau Dörte Bäcker. Autsch, sind die teuer. Ich will jetzt keinen Ratsitz. Ich weiß gar nicht, für was das gut ist. Das kostet außerdem viel zu viel Geld und. Moment. Nicht, vielleicht, wenn die alle Ratsitze bei uns übernehmen, gehört die unser Punkt. Na, was ist denn los? Dann hilft dir auch nicht weiter. Nein? Das ist ganz lustig bisher. Wo bist du? Wo? Ich stehe über dir. Ein Schlüssel mit dem Auge des Horus. Was öffnet er? Tja. Der Schnee ist sich auch gerade nicht so ganz sicher. Hm, ich schneide. Ach nee, doch nicht. Hm, schneide ich oder? Nee, doch nicht. Ich schneide. Nein. Doch. Ah. Keiner weiß, ob ich schneide oder nicht schneide. Haha. Ich schneide nicht. Ja, hier ist die Kante, die Grenze. So, und auch hier haben wir wieder zwei Straßen. Planschen! Bisschen vorbeigehüpft. Sagen Sie mal, also, die haben auch keinen Papyrus gesehen, oder? Die haben hier alle keinen Papyrus gesehen. Die wissen wieder alle nicht, was hier Sache ist. Da ist er doch! Auf einer Insel südöstlich von Krokodil. Scheiße, das war so klar! Was? Fickt euch! Gegner? Ja. Zieh, Hildegard, zieh! War so klar, ich überlebe den ganzen... Von hinten irgendwo scheinbar. Von irgendwelchen Flachwitzern und Schießen sind überlaufen geschossen! Komm! Nein! Damit haben sie nicht gerechnet! Oh je. Spannend. Boah! Nein! Sofort absteigen, bevor du runterfällst! Bauen wir. So. Dann machen wir jetzt hier heute einfach mal erstmal hier weiter. Bevor ich irgendwas anderes mache, weil ich nämlich dann, während ich hier einfach mal weitermache, drüber nachdenken kann, was ich eigentlich machen will. Die ersten Tage sind vorbei. Wenn wir jetzt schon wieder in Memphis sind, dann ist das ja hier nicht der Baum. Oder? Aber das ist auch ein Busch. Brennende Busch und so. Doch, stimmt. Oh. Ich Schwertsche. So klar, Schwertsche war es schon, Wertsche, gell? Ach, schee, ach, schee. Jetzt gucken wir doch gerade mal so. Die haben hier nämlich stehen noch. Ach, in Gizeh. Ja, schon. Krabbelst ins Sichtfeld. Ja. Ja. Musst aber die Granate abwenden. Jetzt sind wir mit dem Baseballschläger. Am Kreisrand links war der andere. Ja. Da hinten, ja, oben, ja. Da ist einer und auf der anderen. Ja. Crouchen. Da oben ist einer, ja. Rechts oben. Rechts, ja. Ja, da, rechts direkt neben dem Häuschen. Da sieht dich sowas von. Oh, zwei sind das. Drei. Da kommt, da links kommt, ist der dritte. Aber es ist ein anderer. Wieder alles in voller Blüte hier. Ah, wo wir schon mal da sind. Heiße, ganz im Ernst. Wir haben so viel Fleisch eingelagert. Was haben wir denn? 3x5 haben wir Kaffee. Also,
Was ist das denn jetzt? Das wird nicht lange dauern. Gib auf! Hey! Haha! Verdammt, wir müssen aufholen! Scheiße, was hat er denn? Ich war mir sicher, ich hätte dir eine Ladung ins Gesicht geballert. Scheiße. Fuck, das gibt's doch nicht. Warum bin ich denn nicht mehr weggekommen? Räche in Gokos. Ach, den habe ich. Ja, die schlafen am Ende auch noch beide, ne? Ach Gott, ja. Hey, Rainbow. Stirb, du Sau! Ich bin da tot. Ich bin sogar auf meinem Moped. Ich bin auf so einem Kackding drauf, ey. Was ist das für eine Scheiße? Ja, ich hab meins gerade noch verbessert für knapp halbe Million. Ich bin auf so einer Billig-Harley. Ich hab keine Ahnung, was wir machen sollen, aber zumindest funktioniert's. Wer von uns fährt da vorne in einem Auto? Ich hab kein Moped. Ja, ich hab auch nicht kein Moped gefunden. Warten wir, wir müssen in Formation fahren. Stopp! Ah! Dann kommen die mit so einem rum. Das war eindeutig, war das rumgebacke. Das war doch nicht normal. Dass sie plötzlich alle aus dem Nichts auftauchen. Und einfach nicht sterben. Weißt du, das ist ziemliche Muni-Verschwendung, was ich da mache, aber ich bin sauer. Der Fall ist noch gut, dankeschön. Hier sind auch die Leute krank. Da kotzt auch wieder einer in die Ecke. Ekelhaft. Was ist denn hier los? Voll die Seuche hier. Der kotzt. Ach, eieiei. Hier sind noch irgendwie Pferde gestorben. So. Das ist auch ein bisschen fies. Wir müssen aufpassen. Ah, jetzt geht's, ja. Hier drüben! Ja, ich setz mich ja. Würdest du mich vielleicht als Reisegefährten akzeptieren? Dann gebe ich mir einen Titel. Wie wäre es mit Tutmosis der Furchtbare? Ich reise allein. Natürlich. Hast du das vom Palast gehört? Von den Horden von Krokodilen dort? Schrecklich! So viele Tote! Ich wurde angeheuert, die... So, wir fahren jetzt normale Rennen. 1 bis 8 Spieler, das muss jetzt funktionieren. Mhm. Bevorzugtes Fahrzeug,
Wie heißt die Dinger immer? Nutzfahrzeuge. Nein, bevor es cool war. Ja, das wäre, wenn dann bei den Nutzfahrzeugen dabei. Genau, da hast du die Golfcaddies und die Trecker und so. Ey, das klappt jetzt nicht. Ich musste gerade $400 bezahlen, um mein Fahndungslevel loszuwerden. Wie kannst du innerhalb von... Oh, aber da, mir fällt dir wie so eine Bettung vor die Füße. Oh, was hast du den Server überfordert? Uiuiui. Mein ich ja vielleicht über den Stachelgerät oder so. Nee, dann müssen sich die Beine brechen. Nicht zwingend. Mhm. Der Typ mit der Farbe da raus ist gerade die Mauer durch. Ja. Deswegen wächst der Typ mit der Pumpgun auf gerade nochmal Pumpgun. Lebst ja noch. Aber es geht ihm nicht so gut. Komm, nimm noch mal einen tiefen Zug. Jawohl. Na bitte. So viele tote Krokodile sollten genug für Tutmosis sein. Viele Krokodile. Ah, oh nein, er färbt auf mich ab. Dann kommst du echt durch diese Eisen nicht durch. Ich mach nicht so, genau. Komm mal hier runter, komm mal hierher. Genau, sei mal nicht so. So. So, also. Sobeks Kinder werden jetzt friedlicher sein. Ich übernehme deinen Job, wenn's recht ist. So, Leichenteile in den Fluss werfen, ne? Alles klar, gut. Na, tschüss. Tschüss, küss. So, wunderbar. Haben wir das auch? Dann ist das jetzt erledigt. Ich muss hier auch nirgendwo mehr hin, ne? Das ist abgeschlossen, hat er gesagt. Hat er. Fallschirm aktivieren! Was ist das? Sorry. Was muss man tun? Fallschirm aktivieren, dann oben Slam danken. Ach so? Scheiße! Aber gerade so da unten, wer auch immer da gerade da. Wow! Ah. Egal. Wir müssen lernen, mit dem Tod zu leben. Das war da im Gesamten auch noch unbedeutend. Da gab ja nicht mal eine Errungenschaft. Scheiße da. Ich bin ein Magi. Ich bin eine Feder in des Adlers Schwinge. Ein lebender Dolch. Ich stoße vom Himmel ins Herz des Chaos. Ich bin die unbekannte Wahrheit. Die leere Schwertscheide. Der Sohn des Nils. Und der Verteidiger des Volkes. Du kannst mich nicht töten. Denn ich wandle unter den Toten. Tritt hervor am Tag. Und ich geleite dich heim.
doch. Seh den Hände vor mir, Luisa. Ja, vielleicht einfach mit der Fahne zu. Nee, Mann. Genau, ich krieg den doch. Hä, hey, Alter, wie habt ihr denn jetzt eigentlich so viel Zeit? Aber auch ein Tobinator hat jetzt kürzlich erst seinen Führerschein gemacht und hat's vorher auch nicht gebraucht. Ja. Und ja, eines Tages, wenn ich Zeit und Geld habe, wenn ich mal wirklich beides gleichzeitig habe, bisher hatte ich immer nur eins von beiden, dann mache ich das vielleicht auch mal. So. Kann ja eine Spendenaktion machen. Bist du für ein Schamane? Ich will über meinen Traum sprechen. Ach der, ach ja. Natürlich, Erlöser. Aber zunächst musst du mir helfen. Wie? Ich habe Visionen von Gefahren. Eine dunkle Wolke türmt sich über drei Köpfen auf. Ein Abenteurer, eine Herzensbrecherin und ein Bettler sind in Gefahr. Was kann ich für sie tun? Gib jedem ein Amulett, das sie vor der Finsternis beschützt. So, apropos unermüdlich, wir fahren gerade mit dem Moped irgendwo hin und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Fernab der Heimat ist immer sehr vernünftig, einfach irgendwo hinzufahren. Das ist schon wieder warm. Da oben am Hang hat es einen Händler, würde ich mal so vermuten, dass das einer ist. Worüber sprachen wir? Und dann schlägt die göttliche Schlange zu. Apophis. Größer als ein Berg. Größer als die Vernunft. Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen die Schlange und siege. Aber ich werde verwundet. Dann steige ich durch dunkles Wasser auf, um zwischen Lotusblumen aufzutauchen. Ich nehme mein verlorenes Herz von einem Altar. Was ist das denn jetzt hier? Ich muss hier durch, aus dem Weg! Geh weg! Nein! Hau ab! Ich sag doch, hau ab, ich muss da durch! Geh weg! Ey, ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich bin gerade gespawnt, du fliegst voll in mich rein, was soll ich denn machen? Mann! Oh. Jetzt auch gar keinen großen, was auch immer. Da fahre ich jetzt auch mit dem Mobber direkt hin. Die Bäume hacken wir auch weg. Holz brauchen wir immer. Und Kohle ist ja auch. Zur Hölle. Dieser dämlichen Schlangen immer. Egal. 278er Körbchen ist auf jeden Fall schon mal ganz nice, ja. 327er. Nett.
Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Ich glaube nicht. Hier, der Schlüssel. Es gibt keinen Grund zur Vorsicht. Lebe ewig. Ostsicht. Heftig? Nein, der junge Ifri. Wo ist der? Da Horn. Wie meinst du das? Ich bin dir hierher gefolgt. Bring Matt hier heim. Los. Das sehen wir ja so. Warum gehst du nicht mit ihnen? Ich hab den Faust. Es gibt ja Punkte. Echt? Ach, Atma. Und es ist wieder der Atma, weißt du? Fährt mir in die Seite, fährt einfach locker weiter und ich bin natürlich wieder raus. Das ist so ein Terrorist. Hey, sorry, ich hab Missionen. Fuck! Die gute Heimat. Na, ihr süßen, hübschen, sexy Bubis hier. Da, genau, dann kommen wir auch hier wieder in die Wüste. Und dann geht's wieder links, rechts und raus. Da hast du recht. Dann räume ich ihn aus, stecke alles ein, was er dabei hat und versuche nochmal hochzuklettern. Ziehst du ihn ganz aus, also hinweg, oder ist es nur dieses Symbol der Gottheit? Also viel mehr hat er nicht. Oh, ich nehme alles mit, was er hat, bis er nackt ist. Vielleicht kann man es irgendwann noch gut verkaufen. Ach, lass ihm doch wenigstens ein Höschen an. Dann muss doch. Bin gleich da. Durchhalten. Hast du was gehört? So, und jetzt ein Reihenattentat. Kommt geil. Wachen! Hier ist ein Eindringling auf mein... Fanfiction! Ich reiß dich in Stücke! Oder so. Fröhliches grabt sich zu den Zombie-Geräuschen durch. Ah. Ist er tatsächlich irgendwie unter die Erde gebackt? Mit Sicherheit etwas Interessantes für dich dabei. Du kannst da einfach nehmen, was du möchtest. Immer wieder gerne. Ich. Oh, 3000 Leder. Ich hoffe ja immer wieder mal auf ja interessante neue Laufteile. Atme ist dem Spiel umgetreten. Ach nö, wieso bin ich denn jetzt Gangster? Will ich Spielverderber sein? Hässlicher. Wow, was war das? Das geht schon los. So, ich meine den eigentlich hier irgendwo erschossen gehabt zu haben. Jawohl. Das Inventar ist frei, das nehmen wir auch mit. Warum wir das immer brauchen.
Noch mehr Potassium heißt noch mehr Schießpulver heißt noch mehr Munition. So, was ist das hier? Bei allen Göttern. Schickt man uns eine Botschaft vom Himmel? Es ist, als würde Re persönlich zu uns herabsteigen. Faszinierend. Ich bin jetzt extra auf diesen Berg hochgestiegen. Hat diesmal keiner genommen? Ach, dieses, was da abläuft, dieses andere, was nicht das Plus ist, das ist Mana wahrscheinlich. Könnten wir mal wieder Blümchen pflücken. Ach, wo ich gerade hier bin. Wo das gerade alles so in voller Blüte ist. Wollen uns ja eventuell dann irgendwann auch noch so ein bisschen die Gegend anmalen. Wir malen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Drei. Fünf. Dreimal auf die 5 geschossen, das ergibt 15. Licht, das hinauf zu den Göttern strahlt? Bei Re. Denn jetzt steht's witzig, wenn hier. So. Hier kommt auf jeden Fall so einer noch drunter. So, Level 120, meine Damen und Herren, Werkzeugschmied, 30 Punkte kostet das, 10 von 10, bam. Und Wissenschaft, 10 von 10, brauchen wir auch für irgendwas bestimmt. Es geht um den Skarabäus, den Schatten der Sais verdunkelt. Psst, bitte, sprich diesen teuflischen Namen nicht laut aus. Apollodoros weiß, dass die Bevölkerung leidet. Dank meiner Stellung vertrauen sich mir viele an. Der Handel erstickt, die Soldaten tun, was sie wollen, und die Last vom Ptolemäus steuern raubt uns allen den Atem. Komm mit mir. Wir suchen uns ein Plätzchen mit einem Dach über dem Kopf. Vorsicht, mach die Gefäße nicht zu voll. Weil du fett bist. So ist er, so lieben wir ihn. Gerne der Mond. Fett und unästhetisch. Wäre gerne der Mond, da musst du das freischalten. Das ist das Tor, Leute. Ich mag es, wenn mein Huhn am Horizont versinkt. Wenn mein Huhn am Horizont. Sah das schön aus. Da ist ja noch einer. Boah, das ist auch noch ein Renner. Mich am Arsch, wie viel sind denn da drin? Der Skarabäus zieht Soldaten bei der Stadt Letopolis zusammen. Bei den Göttern.
Da ist auch mein Ehemann. Die Stadt, die in der Wüste versank? Es ist Vaters Schicksal, sie auszugraben. Wir ziehen schon bald zu ihm. Stimmt's, Mutter? Ja. Mein Gatte Tahaka schuftet dort schon seit Monaten. Er kennt einfach jeden. Er kann dir sicher helfen. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Das mache ich gern, Kawab. Fuck, ich pack fest, ich häng fest, das gibt's doch nicht, wo kann, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein, ey, diese Zombie-Bären, die einfach nicht sterben. Auf den Retter von Letopolis. Essen wir jetzt ein paar Honigdatteln und... Was ist denn, Bayek? Ist dir nicht wohl? Oh Mann! Lass mich! Das war romantisch! Was soll das denn? Als ich die beiden gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich weiß, was er tut. Scheiße. Oh, das ging auch schnell. Das sah so süß aus. Ausnahmsweise mal ein echter Bär. Guck mal, jetzt hier ein großes. Gehst du mal da weg hier? Was hängt der da rum? Egal. So, jetzt gucken wir hier mal schön mit dem Beamer, hä? Ganz nett, sie auf der Straße schon abzufangen, wenn es geht. Jetzt kommen. Ja, ja. Geh auch schon wieder los hier. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Und du tötest es, Kinder. Wir denken nicht drüber nach, wir ärgern uns nicht weiter drüber. Wir werden einfach... ganz normal weitermachen. In dem Wissen, dass wir diese 175er-Wellen es einfach nie erreichen werden. Eigentlich wären wir jetzt schon bei 173, wenn wir. Naja, eigentlich sogar 174 oder 5. Wir könnten sogar die 175 schon haben, weil ich ja nicht weiß, wie. Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht! Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut rein. Feuerbomben bereit! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind!
Wie so aus alle Richtungen diese rosa Teddybären in eine Ecke fliegen. So gut einfach. Kreuzfeuer-Teddys. Meine Damen, Kreuzfeuer-Teddys. Hui, hui. So. Wasser habe ich geholt, genau. Ach du Scheiße, da kommt 50 Eimer Farbe bei raus. So, genau, von da drüben aus haben wir nämlich jetzt gerade hier. Ja. Dieser Raum. Sehr gut. Sehr gut. Hier hat meine Suche begonnen. Jemand gab sich große Mühe mit dieser Kammer. Hier endete mein Leben. Und nun ist hier ein Schrein. Ein Mahnmal, wo keines sein sollte. Könnte es für Rodiek sein? Niemand kann sich um die Schlange scheren, mit der das alles hier begann. Verdammt knapp dran, verdammt knapp. Verdammt knapp dran. Da sind wir im Gesicht. War einer von euch mal ein Buch auf dem Dach? Ich hab mal gar keine Sniper-Position, ist voll doof. Dislike. Wo kann man die Dislike? Das haben wir schon festgestellt. Der Hitzschlag ist allgegenwärtig. So, mein Player wird created. Die Umgebung wird erstellt. Blablabla. Bäumchen hier, Bäumchen da. Ab und zu mal ein Zombie. Und da sind wir dann. Ja, das wird lang kein Knall. Licht bitte, Schlüssel bitte. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, jetzt käme da noch was. Torwächter der Duat, ich ehre deinen Namen. Keine Komplikationen bisher, na gut.